Ja, stirb. Du bist schon tot. Ich hoffe es für dich, sonst stirbst du. Ah, ficken. Wow. Okay. So, das bedeutet, wir werden jetzt mal hier Spinus Minus loslassen. Was hoffentlich schon gereicht hat. Halleluja. Heilige Makaroni, du. So, was liegt denn da alles? Grüne Keycard, wunderbar. Nee. Stirbt da jemand? Nein. Warten ja schon regelrecht auf mich hier. Ja, tot. Ich habe gerade ein paar Thresher-Kanonen so ein Zeug. Stirb, bevor du einen Alarm anmachst. Wow! Ja, Leute, die schießen da schon mit Raketen. Jetzt haben wir Sicherheitskraftfeld. Energieversorgung wird eingestellt. Sehr schön. Umso mehr Energieversorgung ich kaputt mache, umso besser. Ja. Ha, das sind wir nämlich schildgeschützt. Einfach mal drauf. Längste Kamera. Ah, da wird ein Code benötigt. Ah, jetzt habe ich doch erst drauf geschossen. Halleluja. So. Daikor-Frachter. Endymion. Sicherheits-OP. Ein Zugangscode für Ebene 4 wurde wegen neuer Sicherheitsregeln geändert. Neue Code, Leute. 356. Na gut. Nächste Ebene. Ah, gleich eine Kamera. Das ist ja so schön. Ich glaube, in der Ebene kriege ich meine Laserwaffe. Nein, die ist schon geschützt. So. Chuck, wir müssen den östlichen Wartungstunnel in der Krankabteilung benutzen, um Aufzug 14 zu reparieren. Ah, genau, das ist nämlich noch relevant für mich als Tipp gerade eben gewesen. Okay, Reflektor. Ah, okay. Klar. So. Ich habe in dem Spiel Angst vor Automaten. Denn es gibt später Mechs, die tarnen sich als Inventargegenstände, also als Mobiliar. Und die sind richtig, richtig mies. So, jetzt mache ich etwas. Danke. Was nämlich gerade eben gesagt worden ist. Moment, muss ich das durchrollen? Genau, so. Jetzt muss ich das Scheißding bloß finden. Was hier? Jawoll. Aufzug aktiviert, Plattform ist aktiv. Da oben kriege ich meine Laserwaffe. So. Hey, das ist schon wieder diese Deus Ex-like Musik, die am Wochenende von der Plattform war. Da ist ein K.
Knöpfchen. Ah, sehr schön. Minenwerfer habe ich aufgesammelt. Auch toll. Ja, ich kann jetzt auch eigene Minenwerfer platzieren. Was ziemlich badass ist. So ein Cheat. Ach, der Alarm war gar nicht aktiv. Auch recht. So. Ja. Haha, wir haben unser Lasergewehr, das wir aber nicht verwenden werden im ersten Teil. Vielleicht gegen spezielle Gegner, aber nicht generell. Und ich sehe hier gerade... Oh ja, gleich kommen auch viele, viele Thermatrönnlines. Wenn ich mich recht erinnere. Man setzt die scheiß Teile kaputt, oder? Sag mal. Die wollen nämlich jetzt veräppeln, verhonepiepeln. Also. Oh, so war das nicht geplant. Den halben Level überspringen. Ich dachte zwar nicht, dass ich das jetzt wirklich machen will, weil ich will euch ja zeigen. Ja, nee. Ich gehe den etwas schwereren Weg. Sehen wir nichts auf der Zwischensequenz, und zwar genau die hier. Hey Silencer, es ist leider eine Gruppe Mechs unterwegs zu Ihnen. Öffnen Sie die Kiste links von Ihnen. Ich habe dort einen Granatwerfer versteckt für besondere Gelegenheiten. Knallen Sie die Monster ab. Sie hören wieder von mir. Ah, auch gut, dass wir den Weg genommen haben, denn jetzt bekommen wir einen Granatwerfer. Was ziemlich cool ist, weil den mögen wir. So. Ich speichere jetzt aber trotzdem, weil ich werde... Hauptmenü. Vermutlich sehr, sehr fehlen an diesen paar Thermatrönnlines. Zugang gewährt. Das sind aber keine normalen Thermatrons, oder? Geil, kommt noch einer? Ja. Mehr. ist recht. Das habe ich gewusst. So. Kontakt zur Teleporter 13. Aktiviere Plattform. Schau mir da doch mal rein. Oh, das ist eine Kamera. Klasse. Ah, deswegen. Wir haben Schrotgun gehabt. Gut. Jetzt müssen wir erstmal den Alarm wieder deaktivieren. Ich wüsste jetzt gerade auswendig, wo bloß ein Ding ist. Ein Alarmschalter. Uah. Ah, nee, da ist noch einer. Danke, Gebiet gesichert. Ist recht. Ah, nein, ist nicht recht. Na.
ich habe schon volle Munition. Ja, wie cool ist das denn? Nicht hoch? Ja. Dankeschön. Wer auch immer das jetzt war. War hier nicht irgendwas Böses? Hauptmenü. Speicher lieber. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja. Und dann soll ich den Dreck auch noch auf Nordic Red spielen. Nein. Danke. So, was haben wir hier? Man kann jetzt, glaube ich, auch, aber das probiere ich lieber von entfernt ein bisschen. Okay. Und zwar Spinnenminen fallen lassen. Jawohl. Sehr schön. Da ist ein Mech da oben. In der Nordwand des nächsten Raumes ist eine blaue Magnetkarte verborgen. Sie öffnet Ihnen den Weg zum Oberdeck. Denn nur von dort aus können Sie die Plasmaturbine erreichen. Vorsicht, auf dieser Ebene wird der Widerstand ziemlich heftig sein. Viel Glück, Silencer. Widerstand? Ich bin der Widerstand. Na, nicht so viel Shisha rauchen, Denning. Du blödes Hundviech. Hundviech? Code Rot. Illegales Eindringen. Bringt es was, wenn ich den Alarm deaktiviere? Ah! Schauen wir doch mal schnell. Halt! Ihr sterbt alle. Was ziemlich cool ist. Danke. Gebiet gesichert. Code Rot aufgehoben. Gucken wir doch mal. Nö, das hat natürlich mal wieder mal nichts gebracht. Okay. So, das zum einen. Das zum anderen. Das zum letzten. Gut. Ich hab die Kiste kaputt gemacht, ich Idiot. Doch wissen, was da drin ist. Ah, das sind die Energieteile. Hm, anscheinend nicht alles. Na gut, blaue Keycard. Das ist alles, was wir wollen letztendlich. Denn jetzt geht es ab zur letzten Ebene dieser Mission. Hauptmenü. Zugang gewährt. Jetzt
Jetzt ist sogar schon den Kameraschild geschützt, ha? Was ich nicht noch alles weiß. Ich habe das Spiel schon seit Jahren nicht mehr gespielt. Gut. Auch gut. Ja, dieser Schild geschützt. Nee, doch nicht. Irgendwas war doch gerade eben Schild geschützt, oder? Hey. Ist die Tür wenigstens offen? Bisschen rum. Ah, nee. Nee. Vergiss es. Das tue ich mir jetzt nicht an. Kann ich nicht irgendwie hier. Haha. Neue Code lautet 121. Das bringt mir aber jetzt gerade hier nicht viel. Ich glaube, da waren irgendwelche Kanonen. Ach, warte mal. Ach, das sind die Geschütztürme da. Nein. Nein. Da kann ich nicht da drüben das Scheißteil kaputt machen. Na gut. Ah. I see. Vielleicht habe ich eigentlich noch 9 und 4 passt. Klasse. Probleme mit den Panzertüren, was? Wegen des Alarms wurden alle wichtigen Sektoren verriegelt. Moment noch. Ich arbeite am Code. Ja, jetzt habe ich's. Okay. 121. Nein, vergessen Sie's. 122. Hey, finden Sie die Plasmaturbine und machen Sie, dass sie explodiert, Mann. Aber beeilen Sie sich. Wir nähern uns dem Mond. Banning aus. Hey, 122. Ich habe so eine Alarm. Ja. Alarm deaktivieren. Rot, illegales Eindringen. Danke, der Alarm wurde deaktiviert. Code Rot nicht mehr gültig. Jo! 1, 2, 2. Uah. Das war ein paar Zweier zu viel. So, ich glaube, das wird jetzt gegen Ende langsam sein. Ja. Ist auch noch so, so eine Sache mit dieser komischen Kanone da. So. Da will ich hin. Lichtbrücke ist aktiv. Ich glaube, ich nehme lieber die Lichtbrücke, anstatt runterzuspringen. Ja. Gib auf, Behälter! So. Was haben wir denn da drinnen? Gut, dann machen wir doch mal diese Scheiß-Turbine kaputt, oder? Sehr schön. Zerstörung! Mann, das war klasse! Jetzt aber nichts wie raus. Der Transporter fliegt nämlich gleich in die Luft. Wir sind in Teleporter-Reichweite zur LMC-Basis. Der Teleporter befindet sich ein paar Sektoren weiter vorn. Ich habe die Koordinaten der Minen schon eingestellt. Ein Freund von mir wird sie dann dort kontaktieren und sicher durch den Untergrund führen. Gut gemacht, Silencer. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Lanning aus. Oh nein, nicht die Dicor-Minen. Ich hasse die Dicor-Minen. Illegales Eindringen. Ferngelenkte Kamera. Jut, machen wir jetzt mal auf den Weg. Hauptmenü. Denn wir wollen ja von diesem sinkenden Schiff runter. Begeben Sie sich zum nächsten Ausgang. Ich wette, es wird da irgendwas hinter diesen Kisten, was ich gerne hätte. Ja, aber ich schaff's doch ohne. Begeben Sie sich zum nächsten. Und damit haben wir die erste Mission von Crusader No Regret abgeschlossen. Und das zweite Schiff, das wir innerhalb von 3 Tagen in die Luft fliegen lassen. Aber es war die letzte Meldung des Frachters. Ich will später einen detaillierten Bericht. Herr Vorsitzender, Ihr unerwarteter Besuch ist eine Ehre für mich. Ich bin nicht zum Vergnügen hier, Direktor Leach. Der Präsident hat mich hierher beordert, um die Dicor-Minen zu inspizieren. Leider musste ich kurz nach meiner Ankunft Zeuge werden, wie ein äußerst wertvoller Dicor-Transporter explodiert ist, und zwar in der Nähe des Mondes. Wahrscheinlich hat einer meiner Transporter eine Rettungskapsel nahe der früheren Überwachungsplattform aufgelesen. Laut letzter Meldung dieses Transporters ist für die Zerstörung des Schiffes ein Silencer verantwortlich. Ein Silencer? Ja, da kriegt er auf Vorsitzende Dragon aber große Augen. So, und das ist die zweite Mission bereits. Keine Zwischenbasis erstmal. Und das bedeutet, das war's für heute. Hoffe, der Teil gefällt euch bisher. Also ich finde ihn auf jeden Fall sehr toll. Und damit geht's die nächsten Male weiter. Bis zum nächsten Mal und tschüss.